Moin zusammen, weiter geht's mit Wasteland 3. Ich wollte hier nochmal nach dem Sechs-Finger-Larry gucken und hier liegt jetzt der Phasenblaster. Ätherische Energiewaffen verfügen über Geschosse, die höheren Schaden verursachen, ohne dabei wie Phaser auszusehen. Und der ist weg, hier liegt nur eine Beutetasche. Tankblaster. Teen-Wolf-Puppe, Müll. Alles wird süßer, wenn es klein und flauschig ist. Okay, und die sind hier auch alle weg, oder was? Oha! Okay, gucken wir uns die Knarre mal an, ob das was für Lucia ist, ja? 58 bis 71. 54 bis 55. So, sie schießt uns auch noch mit Pistolen. Fertigkeiten. Handfeuerwaffen Level 4. So, die war aber... 5, ne? Die von Lucia ist... auch benötigt 5. Phasenblaster. Schaden gegen Menschen, Tiere, Mutanten, Roboter allerdings niedriger. Menschen, Tiere, Mutanten, Roboter und Fahrzeuge. Dann natürlich die Schrotflinte wegpacken. Und dann habe ich hier einmal eine Knarre gegen Roboter und gegen Lebewesen. Machen wir das doch mal so. Bis 43. Sturm, achso, das war die Harpune, ne? Ja. Schrotflinte bis 32, 47. Bis 36. Besessen von Lucia Wessen. 48 bis 46. Aber das Ding war auch gegen Roboter ganz geil. Der hält sie einfach mal. So, rein in die Kodiak. Wir wollen jetzt einfach mal frei Schnauze ein bisschen Gebiet erkunden. Und hoffen, dass Scotchmo irgendwie, ich glaube, noch 13 Erfahrungspunkte bekommt. Damit wir Schlösserknacken 7 bekommen. Und dann gehen wir nochmal in den Monster-Armee-Bunker und auch nochmal in den Bizarre. Da ist noch nicht entdeckt. Ruf der Familie Geld. Wir fahren hier einfach mal runter. Und dann hier rechts an der Wand lang oben. Oh, guck mal hier, Kisten. Ein rostiger alter Koffer. Er ist nicht verschlossen. Öffnen. Wow, Jackpot. Drehte Hydraulik. Titanhaube. 57 mal Schrott. LED-Matrix. Gedrehte Hydraulik, noch einer. Noch mal Schrott. Oh, was ist denn hier los? Raus da, raus da, raus da. Zurück. Okay, da scheint es noch giftiger zu sein. Schrotz 56. O'Leary Familie. Sieht dieselbe hagere. Okay. Always good to see you, Rangers. Hoping to get to Colorado Springs any day now. Geliebt. Trading with you would help. What do you say? Oh, thank you. It ain't much. Ist nicht viel. Oh, guck mal hier. Panzerung 7, Heilungsrate plus 20, Kommandorüstung. Ohne Einschränkung. Nötig Stärke 6, Panzerung 9. Das wäre doch was hier für sie, ne? Panzerung 6. Panzerung 6. Soldatenrüstung. Okay, Inventar anzeigen. Ich glaube, die hatte ich gerade verkauft durchs Rüberziehen. Ja, genau. Den Restkram können wir eigentlich nach und nach zerlegen. Guck mal, hat Alice eine neue Rüstung. Und was hast du hier noch, was ich gebrauchen könnte? Nix weiter, ne? 50er Munition, aber ne.
Nee, nee. Ja, weg. Sehr cool. Weiter geht's. Oh, oh, umdrehen, umdrehen, umdrehen. So viel zu den östlichen Ebenen. Da scheint die Verstrahlung zu stark zu sein. Dann fahren wir unten mal runter. Oh, was ist das? Hinterhalt! Jetzt seid ihr bei der Straße für den Kodiak zu räumen, als ihr auf eine Mine tretet. Ihr versucht sie zu entschärfen, aber sie explodiert und besprüht euch mit Konfetti. Hinter euch lachen Clowns. Paianos. Überleben 5, das Gelände nutzen, um zu entkommen. Ein Witz machen, dem Paianos zuvorzukommen. Wartet, ruft ihr. Wir haben ein Rätsel vor euch. Wie hält man einen Clown in Atem? Paianos-Anführer senkt seine Waffe. Er sieht erst seine Crew und dann euch an, ungeduldig auf eine Antwort wartend. Ha, es hat geklappt. Schnappt sie. Okay, aber nach dem Gefecht sollte ich dann die Erfahrungspunkte bekommen, dass Scotchmo wieder ein Level hoch ist. Oh shit, ne? Kampf hat begonnen. Ich hoffe nicht, ey. Das ist kacke. Großer Behälter, habe ich den beim letzten Mal überhaupt mitgenommen hier oder habe ich den komplett übersehen? 50 Hotdog außer Reichweite. Executing order. Sehr schön. So, Hinterhalt. Da ist noch so ein Hotdog. Können natürlich nach vorne laufen. Bis da. Und ihn hier runterballern. Oh cool, Glück gehabt. Entdeckung. So, Stil. Ist außer Reichweite. Strömungsschlag. Ja, ab nach vorne mit dir. Durchschlag 102, der scheint ganz gut zu sein gegen die Karre da oben. Hier, 4 habe ich noch 8, kann zweimal schießen, ne? Außer Reichweite. Okay, immerhin ihn getroffen. Und Scotchmo, ab nach vorn. Was ist denn das hier? Ein Bombenschwein oder sowas, ne? Hier sind nicht angezündet. Dann hoffe ich mal, dass sie nicht explodieren. Oh shit. Okay, bis da kannst du. Fahr mal. Nimmt Schaden. Sicht versperrt. Schade. Dann rotzt das Schwein hier wenigstens weg.
Oder auch nicht. So, Strömungsschlag. Nach da, 7. Ringe Deckung, kann aber einmal mit dem guten Shit ballern. Nee, kann er nicht. Kann sie nicht. Eingefroren. Außer Reichweite? Nein, komm. Sniper. 133. Immer noch nicht kaputt. Ja, dürfte eigentlich nur für eins laufen. Oh ja, come on, Scotch Mo. Oh, das war's. Weiter, mehr macht er nicht. Vielleicht habe ich ja Glück. Los, schieß. Wow. Bitte an. Jaha, nee, komm, stimmt. Das letzte Mal habe ich tatsächlich hier den großen Behälter vergessen. Falls der jedes Mal da sein sollte. Und ich Munition, Erste-Hilfe-Kram dabei. Sehr geil. Sollte ich auch noch mal nutzen, bevor es weitergeht. Da, auf Scotchmo. Auf Lucia. Und dann reicht es eigentlich auch schon. Vorerst. So, Attribute. Gucke mal. Stärke. Ein höher. Fähigkeiten. Yes. Schlösser knacken. Plus 1. Yes. Urteil. Nahkampf, Handfeuerwaffen, hinterhältiger Scheiß. Okay, Schlösser knacken gibt's da gar nichts. Wenn dieser Angriff trifft, erhältst du sofort 3 AP und deine Präzisionsanzeige ist sofort gefüllt. Feuert ein Handfeuerwaffen. Er feuert 5 Handfeuerwaffen. Naja. Panzerung, Kron. Ich glaube, die nehme ich mal, den Trickschuss. So, er ist auch wieder ein Level hoch. Immer auf Glück oder Charisma. Erfahrungsbonus. Missionsbelohnungsbonus. Ja, gehen wir einen Punkt auf Charisma. Und hier auf automatische Rüstung. Oh, da brauchen wir jetzt schon 5. Ja. So, und bei automatisch ist was Neues frei. Wenn du dich mehr als 5 Felder weiter bist, kostet dein nächster Sturmgewehrmaschinenpistole lange keine AP. Einmal pro Runde. Das ist auch geil. Rüstungsmod bin ich auch schon bei 8 hier. Ja, das nimm mal. Mehr als 5 Felder bewegen. Super, alle geheilt. Rein ins Auto.
Ja, und mehr auf die Fertigkeiten achten, genau wie bei Empire of Sin oder anderen taktischen Spielen, rundenbasierten. So, auf einmal runter. Ist hier unten irgendwie noch eine Kiste am Rand oder so? Nö, so, rein da. Gebiet betreten. Nochmal alle Räume checken. Ich glaube, hier war ja irgendwo noch eine Kiste, die ich nicht aufbekommen habe. Wieder? Nee, da war es nicht. War das hier schon? Ich glaube nicht, ne? Doch, hier, safe. Schlösser knacken. Ab dafür, Scotchmo. 76 Erfahrungspunkte. Elektrohelm. Benötigt drei verrückte Wissenschaft. Panzerung plus 4. Löst eine Explosion von elektrischer Energie um den Träger herum aus. Neue Fertigkeit verfügbar. Elektrohelm. Drei Aktionspunkte. Okay. Notiz. Monster-Armee. Wissensbuch. Schauen wir uns gleich mal an, den Zettel. Okay, die Tür sieht geschlossen aus, aber wir können einfach durch. So, da war nichts mehr. Schauen wir auch noch mal in den letzten Raum. Beziehungsweise die letzten Räume. Und Tür wieder auf. Schade echt. Hatte gehofft, ich kann die vielleicht nochmal knacken oder so, dass man da nochmal ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen kann. So, da ist auch nichts mehr. Schauen wir hier nochmal hin. Okay, und da ist auch nichts mehr. Wieder nach draußen. Und ich hatte echt gedacht, man kann hier irgendwie rum und sich dann über einen anderen Weg reinschleichen oder so. "13, 18, 21, 14, 13. So, nächster Stärkepunkt geht für Scotchmo auch auf. Also, der nächste Erfahrungspunkt geht für Scotchmo auch auf Stärke. Dann kriegt er die andere Rüstung. Stärke 6 erforderlich. So, dann fahren wir jetzt zurück zum Bizarre, ne? Können wir ja mal gucken, hier unten nochmal ein Stück reinfahren, wie weit wir da kommen. Aber ich glaube, da geht es einfach nur nach Steel Town rüber. Oh, da ist ein Hirsch, den haben wir nicht überfahren diesmal. Und hier ist Sackgasse. Okay, hätte ja sein können, dass es da rüber geht. Monster-Armee, gehasst Search Ranger, ihr wart mal Helden für uns, aber ihr habt uns in letzter Zeit wie Monster behandelt, also will ich mit euch keine Geschäfte machen. Oh. Beobachtet euch, bis ihr aus der Sichtweite seid. So, und hier war es ja hinten beim Flüchtlingslager. Dieser Außenbereich. Da war auch noch ein Tresor Stufe 7 oder Level 7 Anforderung. Drunk Fu, was ist das denn? Nahkampfschaden plus 50, Fernkampfschaden plus 50. Du bist eine Bedrohung auf dem Schlachtfeld und in höflicher Gesellschaft. Was hast du über meine Mama gesagt? Trefferchance. Ah, er hat schon wieder Schnaps gesoffen. So, hier hoch, hier rüber und da oben war der Tresor. Den habe ich nicht aufbekommen.
Yes. So, Scotchmore, dein Auftritt. 76 Erfahrung. Footballhelm, Panzerung plus 4, Statuseffekt, Resistenz. $400, $406. Sehr cool. Apropos Helm, warte mal. Er hier hatte Panzerung 8, Heilungsrate 5, Widerstand gegen vergiftet. Panzerung 8. Harter Hund plus 1. Ja, den würde ich schon gerne lassen. Panzerung 4, kritische Chance. Pass mal auf, dann. Chemtech Helm. Panzerung 1 nur. Nahkampfschaden, Bonus, kritische Chance. Den Helm gibst du dann mal an. Hack. Wo ist er? Da ist er. Verrückte Wissenschaft 6a und Stärke 4. Okay, schade. Ich hätte den hier sonst gern ausprobiert. Nee, dann bleib bei dem. Mechanik 1. Wo war das? Da ist er. Wie sieht das Ding denn aus? Gefahren. So. Schade. Hätte sein können. Aber irgendwie noch einen mit verrückte Wissenschaft skillen will ich jetzt nicht. Können dann jetzt eigentlich mal zum Ranger HQ zurück. Die Leute heilen. Den Kodiak aufmotzen. Und dann mal gucken, hinter des Todes, ob wir da unten schon reingehen. Den Gefangenen rausholen. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Gehen wir noch mal rein. Da stand doch hinten das Auto und so krass sind die Dinger dann doch nicht. Den ballern wir jetzt kaputt. So, schnell speichern. So, mit dem da war auch nichts mehr, was wir machen können. Der Ödlandwolf lebt noch, Polly lebt noch, der Klon lebt auch noch. Schlösser knacken 8, kam er nicht durch, ne? Nötigt Strom. Schlösser knacken 8. Ja, ich glaube, die Karre machen wir trotzdem kaputt hier oben. Oh shit. Set foot in El Bigtop, the shrine to the great joke, the blood of El Payaso Rojo stains this sacred ground. Der große Witz, Payaso, wer ist er? Seit wann redet ihr Arschlöcher eigentlich? Sollt ihr nicht an einen unsichtbaren Seil hochklettern oder sowas? You calling me a mime? Damn's fighting words. Payasos, kill the unbelievers. Oops. Wie hieß denn? Keiner, ne? Schlösser knacken 8. Ja, ich lade sonst nochmal und dann kommen wir wieder, wenn wir hier Schlösser knacken auf 8 sind. Ich dachte, da wäre ich nur noch die Karre da hinten gewesen. So, rein ins Auto, zurück zum Ranger-Hauptquartier. Bestimmt noch, wie schnell sich deine Schlaganzeige auffüllt. Ach, cool, dafür ist Charisma. Ich dachte echt, das wäre nur so ein Anführerding. Soll das hier irgendwie.
kite, sisters. Make your kites strong, so the offerings they bear will reach the heavens above. Take you the supple skin of the sacrifice, carve it in a single piece from belly and back, and stretch it upon a rack of metal or wood. Scrape the skin clean and anoint it with sacred oils, then leave it under the blessed sky for 7 days and nights. Take the long bones of leg and arm, and lash the torso onto the kite. Thus will the workings of the flesh bear your gift aloft into the presence of the gods. Oh Gott. Wie viele kranke Leute da irgendwie einen Zugang zum Funkgerät haben. Unglaublich. Ranger HQ, yeah. Ran ans Auto. Ausrüstung, Chassis. Das haben wir. Ach guck mal, Mörser habe ich auch noch nicht ausprobiert. Panzerung. 250, Panzerung plus 60. Geschwindigkeit, ein bisschen langsamer durch die Panzerplatten. Nutzen. So, zurück. Aussehen. Haube, guck mal, da haben wir doch. Hier Fledermaus. Gitarrenverzierung. Ich nehme die Vampirfledermaus. Aber die Hupe bleibt. So, Randy, wie sieht's aus? It's good to see those refugees from the bazaar safe. I'm glad you saw fit. If there's something you need, you come to me. Okay. I'll take care. Wiedersehen. A lot less fighting and injuries. What do you need, Rangers? Of course, have a seat. So, alle wieder heile. Rein ins Inventar. Ödlandgewehr. Zerlegen. 19 mal Schrott und hier irgendwie so ein Nierablauf. Zerlegen. Yes. Zerlegen. Yes. Zerlegen. Yes. Das auch zerlegen. Yes. Nahkampf. Fertigkeiten. Nahkampf hat er 3. Auch davon zerlegen wir einen. Langsquisens. Du sagst Rabauke, er hat nur noch einen davon. Hey, it's the Rangers! Let me show you. So, plus 78. Ja, weg. Weg. Oh, wo kommt das denn her? Irgendwo gefunden oder was? So, sehr cool. Dann würde ich sagen, ja, was machen wir als nächstes? Händler des Todes, ne? Wir müssen Ironclad Quarter schon und die Wahrheit darüber herausfinden, was sich in Colorado Springs wirklich abspielt. Unter der versiegelten Luke haben wir einen alten Überlebenspunkt entdeckt, aber es sieht so aus, als wäre er noch in Betrieb. Den schauen wir uns wieder an. La Perle, ach da steht ihr. Die schauen wir uns noch kurz an. La Perla. Hola. Wie eine Königin steht eine Frau inmitten einer Gang harter Kerle. Sie schenkt dir ein müdes, gefährliches Lächeln. Peace, strangers. We all know both sides are armed and lethal, so
Why don't we just skip the posturing and get to business, huh? Mhm. A girl I own ran away recently, and it's proving harder than expected to track her down. She seems to sense us when we get too close. Sie hebt einen ihrer schlanken Finger. On the other hand, Sklavenkopfgeld. She'd never suspect. Hell with your reputation for rescuing little lost lambs. She might even seek you out. So, what you say? Hm? Want to find her for us? Ein Mädchen aus deinem Besitz, seid ihr Sklavenhändler? Wer bist du? Was haben wir davon? Wie das uns an? Wir wollen nichts damit zu tun. Wie heißt das Mädchen? Wer bist du? I'm La Perla. And these? Und die streckt einen Arm aus und deutet auf ihre Begleiter. Ja, und wenn, selbst wenn der Geschützturm jetzt Zicken macht, geht er gleich direkt in meinen Besitz über. Wie heißt das Mädchen? Hallie. No. Hallie, I think. Anyway, her new owner will rename her. What's important is her description. Hallie klingt's bei, klingt jetzt bei mir irgendwie. Early 20s, blonde, shapely, skin like a princess. You'll know her when you see her, I promise you. She'll make your little hearts go pitter-pat. Ein Mädchen seit der Sklavenhändler. That bothers you? You find it unethical? You kill crazy corpse-robbing, tyrant-funded gun jockeys are offended at how I make my living? Sorry, compadres. This is the end times. Nothing but us devils left. Hat sie nicht Unrecht? Was haben wir davon? You can't seriously be considering taking this monster up on her offer. Now, now, little girl. Leave matters of business to the adults, huh? You know the sealed rooms in your base? Bet you're curious what's inside them. Okay. Bueno, I'll tell you for free. It's old world tech. The kind people waged wars for. And I know the codes. Okay, 900-909-3500. You'll get the second code. The one that gets you into the room with the even better goodies. When you bring me my lost little lamb. Okay. Woher weißt du von diesen verschlossenen Räumen? Nach dem Mädchen suchen. Used to stay here all the time before we moved east. Had plenty of time to explore all its nooks and crannies. Hey, don't worry. No hard feelings about you taking it over. We like our new home on the plains. Those warlords have a lot of money to spend. Okay. Wir melden uns wieder. Wir werden erstmal diesen Code prüfen. Not a problem. Come see me when you've kitted yourselves out in your fancy new gear. Adios. Okay, und das Mädel ist, glaube ich, in den Puff da in Little Vegas oder wie das hieß. Was knackt unmöglich. Private McDowell. Finally some elbow room. Ja, die Tür zum Tresor ist enorm. Sie wurde in die Wand, den Boden und die Decke eingelassen. Offenbar kann sie nur mit Hilfe des Ziffernblocks geöffnet werden, der sich neben einer Wand befindet. Irgendeine, ja, die Nummer von La Perla eingeben. Die Tür öffnet sich. Oha. Schloss knacken, unmöglich. Und hier sind noch weitere Räume. PDA, Nerdkram, plus 1. Panzerrüstung, 6 Stärke. Panzerhelm, 6 Stärke. Panzerbeine, 6 Stärke. Das wäre doch Kram für Scotchmore später. Ja, krasser Shit.
Und dann geht's hier hinten noch irgendwie rein und weiter und so. Ja, überlege ich mir. Ich glaube, die Halli hatte ich in dem Puff gesehen, wie gesagt. Und ja, mache ich hier erstmal Ende. Oder nee, wir quatschen sie nochmal an. Und Geschwindigkeit 0,2. 6 Stärke, 9. Harter Hund ist plus 1, ne? Musst du modifizieren, ja, schade. Den harten Hund würde ich gern behalten für ihn, aber die Hose kann er eigentlich schon mal anziehen. Panzerbeine. Boom. Rüstung 6, kein Bewegungsmalus. Stärke 4, Panzerung 4, 0,2. Oh, Stärke 4. Kampfgeschwindigkeit plus 0,2. Ausrüsten. Herzlichen Glückwunsch, Scotchmo. Code was good, right? And the gear too. Gut, wir werden nach dem Mädchen suchen. Das reicht nicht auch. Das reicht nicht raus hier. Wir machen keine Geschäfte. Wir melden uns wieder. Wir werden nach dem Mädchen suchen. Gracias, friends. Send her here once you find her. Tell her you found her mama and she's waiting for her. We'll take care of the rest. Far as I know, she's still somewhere in Colorado Springs. Suggest you start looking downtown. Mm-hmm. Adios, compadres. Okay. Missionslog und... Oh, Sklavenkopfgeld Stufe 15. Ja. Nee, nicht mehr heute. Und wahrscheinlich muss man gucken, ob ich das schaffe. Schauen wir mal. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.